Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play I'm Alive. Und da geht's auch direkt weiter. Ich bin noch immer noch im selben Aufnahmetag, wie man wahrscheinlich merkt. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie wir da hinkommen, wo wir hin müssen. Ist natürlich jetzt extrem scheiße, dass hier die Ausdauer nicht regeneriert, wenn wir auf dem Boden sind. Aber ich meine, man kann ja nicht alles haben. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt einigermaßen hin. Und ich hoffe auch, hier treiben sich keine Leute rum in dem Staub hier. Ich meine, ich kann mir jetzt einfach mal hier, wenn ich in die Richtung gegangen bin, kann ich mir einfach mal so einen Inhalator reindrücken. Ich habe ja noch einen bei. Ich könnte aber jetzt auch einfach mal versuchen, ob ich da hochklettern kann. Aus dem Staub, raus. Um meine Ausdauer wiederherzustellen. Nee, okay. Ja, das war wieder top. Jetzt da gegenüber. Jo. Das war ja irgendwie klar. Scheiße, ey. Ist auch noch so eine Kletterscheiße hier. Beziehungsweise so eine Balancekacke. Ich will hier jetzt definitiv nicht sterben, ne? Da ist Feuer. Da ist jemand. Das ist nicht dein Ernst. Der da. Was haben wir denn hier? Ja, ich weiß. Ach, der erhöht nur die Ausdauerkapazität wieder. Auch nur Ausdauerkapazität. Geht noch. Jetzt aber. Der soll von mir aus da drüben machen, was er will. Solange er mir nicht auf die Eier geht, ist alles gut. Was haben wir da? Irgendwie so aus, als können wir da nicht durch. Vor allem auch irgendwie so aus, als wäre das hier sehr. Oh. Wege nach oben aus dem Staub sind immer gut. Da darf man nichts gegen, da kann man nichts gegen sagen. Und der sieht so aus, als müssten wir da auch irgendwie lang. Na komm. Sei über dem Staub, sei über dem Staub, sei über dem Staub, sei über dem Staub. Young man, you have arrived just in time to watch me die. I have but one last wish, to smoke a final cigarette. Ja, ich habe leider keine Zigaretten. Das tut mir echt leid, aber ich habe keine Kippen. Ich habe echt keine. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich welche. Moment. I know you wouldn't care anyway. Nein, mir ist es nicht egal, aber ich habe gerade keine Kippen bei. Aber ich guck gerne, ob ich welche finde. Ja, gar kein Problem. Versuchen wir dem alten Mann nochmal zu helfen. Wir sind ja nicht so. Da kann man. Please help me! From the looks of you, you're more than man enough for the job. Your time has come! Yeah, you! You Okay. Ich lasse mich jetzt mal töten, weil das. Irgendwie war es mir ja klar. Es war mir so klar, dass das eine Falle ist. Es war mir so klar. Alter, war mir das klar. Deswegen helfe ich Leuten nicht. Echt, genau aus dem Grund helfe ich denen nicht. Dass einfach jedes Mal so einen linken Schweine sind. Drei Kugeln. Eine gebe ich ab und dann. Weißt du, da denkt man noch. Wunder was, ne? Komm! Ich werde es worth your while. I promise.
doing? Ja, ja. Komm. Kleiner Wichser, ey. Komm, verreck, du Mistkerl, ey. Ja, aber, boah, da krieg ich Aggression. Jetzt muss ich meinen letzten Schuss wegen euch Arschlöchern auch noch vorballern. Keiner von euch hat Munition dabei, das ist doch zum Kotzen. Aber ich hab nur einen Pfeil. So, und was willst du jetzt mal dann? They forced me to do it. Please, you have to help me break these handcuffs. I thought you were gonna leave me trapped here. You know, a lady told me there were a couple of emergency centers set up for isolated women and children right after the event. One of them was in North Haventon, but that was in the early days. I don't know if it was wrapped up well enough to resist the dust. It might be worth taking a look there. Ja, es wäre natürlich jetzt möglich, dass meine Frau und mein Kind tot sind, ne? So, jetzt gucke ich mich hier nochmal um. Danke übrigens für die Info. Also auch das Mindeste. Hoffe ich auch. Wenn du Munition dabei hättest, wäre das schon ein Anfang. Aber ich nehme an, du hast keine bei, leider. Alles tot, alles am Rumliegen und am Gammeln. Jetzt habe ich alles verschossen und jetzt habe ich nichts mehr. Nur weil diese blöde Kuh da war. Sorry, ich habe leider keine Zigaretten gefunden. You have arrived just in time to watch me die. But one last wish. To smoke a final cigarette. Ich will doch gerne eine final Zigarette rauchen, aber. Was haben wir denn da? Ja, das ist doch immerhin schon mal etwas. So, was haben wir hier hinten? Was ist das denn? So eine Trinklösung wieder. Sonst scheinen wir hier nicht wirklich viel zu haben. Ja, Jungs, tut mir echt leid. Ich würde dir wirklich gern helfen, aber... ich habe absolut keine Zigaretten. Das ist, ich finde auch keine, leider. Ich würde ihm ja echt gern helfen, aber was soll ich machen? Aber ich glaube, ich weiß schon. You have arrived just in time to watch me die. Ja, du wirst sterben. Ich werde auch sterben. One last wish. To smoke a final cigarette. I know you wouldn't care anyway. Das stimmt doch gar nicht. Mir ist das doch gar nicht egal. Oh, wo muss ich lang? Verdammt, wo muss ich lang? Oh mein Gott. Was ist hier? Kann ich hier? Kann ich hier meinen Kletterhaken werfen? Nein, okay. Schade. Schade. Was haben wir denn da drüben? Drüben auf dem Dach liegt was. Aber wie komme ich darüber? Kann man? Kann. Natürlich kann man. Gucken wir doch mal, ob wir hier auch wieder hochkommen. Gut wäre es auf jeden Fall. Irgendwie bezweifle ich das gerade. Oder auch nicht. Dann kletter mal, mein Junge. Dann kletter mal schön rum.
erstmal da hoch. Hey, who's that? Oh crap! Hey Junge, so schnell kann's gehen. Tut mir jetzt zwar echt leid, du wolltest ja eigentlich nur dein Ding verteidigen, aber ich will das natürlich nur haben. Ich will das da haben. Das will ich haben. Der ganze Stress für eine Wasserflasche, nur weil ich nicht weiß, wie der Bogen funktioniert. Hoffentlich lohnt sich das wenigstens da oben noch. Ich hoffe es wirklich sehr. Jetzt hat es bestimmt dann gleich noch eine, oder? How'd you get up here? We don't want any trouble, okay? Ja, es tut euch ja keiner leid. No more canned food. She's desperate for something fresh. She's letting herself starve to death. We've gotta get her something other than that mystery meat. Was ist eine Tomate? Wo soll ich eine Tomate herkriegen? Hallo, was wollt ihr von mir? Goodbye. If you find something, anything, think about us, please. Ja, gerne. Wenn ich eine Tomate finde, was ich aber nicht glaube, kann ich dir gerne eine geben. Ich meine, habe ich nichts gegen. Was will ich mit einer Tomate? Ich brauche eine Tomate zum Überleben. Alter. How'd you get up here? We don't want any trouble, okay? Wie bin ich wohl hier hochgekommen? Dreimal darfst du raten. Geflogen bin ich nicht. So. Ja, Junge, das tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid. Aber was soll ich machen? Du greifst mich an, dann stirbst du eben. Das ist ganz einfach. So. So, jetzt ist bloß die Frage. Wo bin ich, wo muss ich lang? Da hinten kann ich rein. Inwiefern kann ich denn da rein? Hm. Da kann ich irgendwo darüber. Na, sehr interessant. Hm. Ah, dann werden wir nochmal darüber gehen. Vielleicht muss ich auch unten durch. Das kann natürlich auch sein. Ich muss direkt mal gucken. Ich weiß es nicht. Ja, boah, kannst du nicht bis zu. Ach, einfach bis nach unten klettern? Jetzt mal ganz in Ruhe. Hier ist das Haus, wo ich vorher hochgeklettert bin. Wasserflasche, was haben wir da? Soda-Getränk. Natürlich auch alles nicht zu verachten. Wie jetzt? Das verstehe ich nicht. Ist das in der U-Bahn? Das hilft jetzt nichts, ich muss jetzt da hoch. Ich muss da oben jetzt wieder Luft schnappen. Nächstes Mal gucken, wie ich da weiterkomme. Jetzt auf. Ja, nur keine Zeit mehr. Boah.
just in time to watch me die. I have but one last wish. To smoke a final cigarette. I know you wouldn't care anyway. So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal eine gewiefte Aufnahmepause. Und dann war's das schon heute mit I'm Alive. Macht's gut, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.